Hi Leute, willkommen zum neuen Breinholz-Kettensägen-Video. Diesmal geht es um die beiden Kettensägen von mir. Das ist die Stihl MS-180 und die Husqvarna 254er. Ja, ich möchte beide verkaufen und eine stärkere Stielkettensäge kaufen. Eine 230er oder 261er wäre mir am liebsten. Ja. Bei der Stiel kann ich eigentlich nichts sagen. Die startet immer, die habe ich hier auch umlackiert auf eine Black mit roten Streifen hier. Die startet auch immer gleich. Jetzt ist es kalt. Schauen wir mal, ob es kalt startet. Also da gibt es kein Problem, da die startet immer, die ist zuverlässig, nur etwas schwach. Für so ein Holz bei dieser Stärke ist die Kettensäge eindeutig zu schwach. Also ich kann es zwar schneiden, aber es dauert eine halbe Ewigkeit. Also von daher, Stiel startet immer zuverlässig, die funktioniert, die ist top. Aber für mich zu schwach. Bei die Husqvarna, die ist von der Stärke her optimal. Die hat ungefähr 54 oder 55 Kubikzentimeter. Die ist von der Stärke her super. Da habe ich zwei solche Krallen drauf. Also die originale und eine nachgemachte habe ich drauf gegeben. Aber die hat beim Start immer einige Macken. Wenn es länger steht, dann ist es verdammt schwer, die zum Starten bringen. Nicht immer, aber manchmal, ja, bringt es mich schon zur Weißglut. Jetzt habe ich damit geschnitten. Jetzt sollte eigentlich ein Start kein Problem sein. Von der Stärke her ist die Husqvarna optimal, aber ich muss es so sagen, wie es ist, die geht mir schon echt auf dem Geist, auf dem Arsch. Denn wenn ich schneiden will, muss ich immer herum tun, bis die einmal startet. Die ist wirklich etwas für Profis, für Profi-Holzfäller, die wirklich sich damit auskennen. Das Einzige, was hier ist, hier die Feder gehört ausgetauscht. Denn die ist schon ziemlich ausgeleiert. Das ist ja schon eine uralte Husqvarna. Und die Federn wurden noch nie getauscht. Und ich denke mal, dass die Federn ausgeleiert sind und dadurch, durch die Vibration, kann sich schon der Schrauben bzw. die Umdrehungszahl verändert sich. Und ja, da muss ich immer nachstellen. Dann startet sie problemlos, wie man das gesehen hat. Also wenn es einmal gestartet ist, dann startet die auch problemlos und schneidet auch so Holz wie durch Butter. Also natürlich kommt es auch auf die Kette drauf an. Die Kette muss natürlich scharf sein bzw. Gut vorbereitet sein für den Holzschnitt. Dann funktioniert's. Aber ja, sonst gibt es eigentlich mit dieser Husqvarna auch keine Probleme. Also ich war immer zufrieden, bis auf Startverhalten. Und es hat keine erleichterte Startdings. Die Stiel ist eindeutig viel leichter zum Starten. Die neueren Husqvarna sind natürlich auch leicht zum Starten, denn die haben ja auch erleichtertes Startverhalten und alles. Das hat die noch nicht. Das ist wirklich für Oldschool Holzfäller gedacht, die wirklich ja, schon fünfmal die Schulter abgerissen ist und trotzdem noch immer weiter Holz fällen. Denn ja, die hat eine Kompression. Also da kann man sehen. Also die ist top von der Maschine her, vom Motor her.
ist die wirklich Top-Leistung und alles hat die, wie man gehört hat. Die heult auch richtig auf, wenn ich Vollgas gebe. Also das ist kein Problem. Und ja, aber ich möchte eben eine stärkere Stiel. Einfach, weil es auch vom Start her leichter ist. Und ja, ich will da nicht herumwerkeln immer, bevor ich schneide. Ich will einfach, so wie mit der 180er Stiel, will ich einfach das Ganze starten, schneiden, dann Holz schlichten und wieder wegpacken. Also, keine Ahnung, also wer ja, Lust und Laune hat, irgendeine zum Kaufen, kann mich gerne anschreiben, hier unterhalb in den Kommentaren. Ja, ich versenden möchte ich es nicht. Also hier Güssinger Gegend, Österreich oder hier Körmender Gegend, Ungarn, ist es kein Problem. Kann gerne auch angeschaut werden, probiert werden und übergeben werden. Also daher kein Problem, falls jemand möchte. Ja. Preis, darüber kann man reden und ja, mal sehen. Einfach unterhalb in den Kommentaren melden, falls jemand Interesse hat und ja, schauen wir mal, was man da machen kann. Also, in diesem Sinne, jetzt werde ich einmal da weiterschneiden und das Holz wegschlichten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen über die Stärken und Schwächen der beiden Kettensägen von mir. Und ja, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Brennholzkettensägen-Video.